So, dann wollen wir mal, ja? So, Entlassung, Stroschek, Bruno. Ja. Sabine war ein Frau in Zimmer gar fromm und tugendhaft. Burkhard, schau mich halt mal an, schau mal, wie ich heul. Lass mich halt nicht so stehen, ich will nicht zu dir. Ich will wirklich bei dir. Wer viel heult, muss weniger pissen. Ja, komm her, komm. Ja, komm her. Kannst du aber schön sprechen, Beo. Ja, mit dem Schiff nach New York und nach Florida. Sie diente immer treu und... Dies ist die Ballade von Strossek, dem Straßensänger, der aus dem Knast kommt, sich mit der Dirne Eva und dem Sonderling Herrn Scheitz zusammentut und mit ihnen von Berlin-Kreuzberg nach Wisconsin, USA, auswandert. Hallo. Ja? Fick-fick? Ja. Ja? Ja. Wie viel? Da kam aus Treuenbietzen ein junger Mann daher. So. Bruno, was sagst du jetzt? Das habe ich alles verdient. Ich fall aus dem Rahmen. Das reicht fürs Erste. Jetzt fangen wir ganz neu an. Wirklich. Und es wird auch Zeit, dass der Bruno von Berlin verschwindet. Dann geht man sowieso auf den Geist. Was ist das für ein Land, das dem Bruno seinen Beo beschlagnahmen tut? Alright, the options on right there, diamond and dollars on it. You go right there, not $10,000 on it. Well, five, I'm $4,000 and five. Die Sprache ist mir zwar ein bisschen unbekannt. Yes, ja. Aber da ist irgendwie eine Tücke dran. Er wollte so gerne Sabine besitzen und war ein Schuhmacher. Ein Anbeter, ein Proletarier. Ich habe es mir in Amerika anders vorgestellt, dass ich durch Arbeit schnell reich wäre. Jetzt hör halt schon auf, Bruno. Ich kann's jetzt wirklich nicht mehr hören. Sein Geld, das hat er ganz versoffen, mein Schnaps und auch mein Bier. Was suchst du hier, Eva? Bruno, spinnst du? Was machst du hier? Wie kommst du denn überhaupt hierher? Geh weg, mach, dass du wegkommst. Ich soll weggehen? Ja, zisch ab, ich fahr mit den beiden nach Vancouver. Das ist nämlich sehr lustig. Zisch ab! Da sagt einer zu Bruno: Dein Wagen ist kaputt, dein Mädchen abgehauen, dein Haus haben sie verkauft und du denkst dir nix. Don't shoot. Ich weiß, auch Sie stecken mit allen unter einer Decke. Was wird da aus, wenn der Bruno mal tot geht? Wenn der deutsche Film wieder Ansehen in der Welt genießt, ist das Regisseuren wie Werner Herzog zu verdanken. Folgen Sie dem New Yorker, Londoner, Pariser Filmpublikum und lernen Sie seine Filme und Filmgestalten kennen und lieben. Zum Beispiel Strossek. Sehen Sie alles in der Reihenfolge und beachten Sie das Ende. Denn der Bruno, der geht jetzt in Freiheit.